Willkommen zurück aus der schön duftenden Kanalisation zu Diablo 3. Richtig schön kuschelig haben wir hier, schön warm. Wunderbar, aber nicht mehr heiß und trocken, sondern nur noch schwül und nass. Ne? Schön. Ja, richtig, so wie es mag. Riecht auch richtig gut hier, ne, Olli? Das gefällt dir richtig gut. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt hier los? Sklavraps, kack ruhig wieder ab, immer wenn ich die neue Aufnahme aufnehme. Mein Gott, ey. Hör mal auf, die mal so hin und her zu schießen. Ich weiß nie, wo ich hinballern soll. Ja, tut mir leid. Schieße ich in die eine Richtung, vor allem sind die ganze in der anderen Richtung. Ich könnte mal nachgucken, was ich sonst noch da habe. Dieser Taste. 25er Armbrust, 25,3. Arkanenschaden, die sind sehr gut, gell? Brauche ich nicht, ich habe eine 28er. Aber kein Arkanenschaden, die hat 20 bis 26 Schaden, ne? Meine hat 8 bis 32. Schaden. Okay. Ich wollte auch gerade nochmal nachgucken. Ja, ich hab mal gekrabbelt. Ja, das krieg ich doch alleine hin. Das stimmt wohl. Ii. Was haben die denn da? Ach nee, das war schon. Ne, das war halt ich. Ja, das hast du alleine hinbekommen. Ja, ich sag, was ist das denn? Du eklig. Das ist Gift. Das Viehzeug, ey. Hoch, links, rechts. Ich weiß nicht. Links, komm, wenn du schnell rüberläufst. Was hast denn der jetzt kaputt gemacht? So, die explodieren schon wieder, die ekelhaften Viecher, ey. Truhe! Was war das denn? Oh, ich finde nur noch Sachen, die ich gebrauchen kann, ey. Ich hab gerade irgendwas Magisches gefunden. Aua. Brauchst du einen 65er Helm? Ich glaube magisch nicht. Ich hab einen 54er Helm, aber das ist ein seltener. Ja, guck mal hier eben mal auf, guck mal, ob du ihn gebrauchen kannst. Bei mir bringt er nichts. Warum nicht? Weil ich einen besseren habe. Also ne, ich habe keinen besseren, aber ich habe einen seltenen, der ist besser. Aber sollen wir erstmal da hinten hochgehen? Ich glaube, da ist kürzer, oder? Bevor wir jetzt den Rest der Karte und nachher die kleine Ecke da oben nicht gemacht haben. Mist, Latte. Geh mal hoch. Ja. Ja, ich glaube, das reicht jetzt nicht viel. Also ich glaube, wir sind echt ein Team, das ist ganz schön heftig in der Kombination. Ja, den Helm, 65 plus 23 Stärke. Plus 21, achso. Komm, ich habe ihn jetzt geholt. So. Ich hab noch was gefunden. Ich muss doch mal gerade schauen. War schon wieder so ein heiliger Foliant des Gemetzels. Schon wieder so ein Tempelrelikt. Das ist doch scheiße. Ja, wenn du im Singleplayer bist, kannst du halt eben in die Dings reintun. In die Kiste für deinen anderen Charakter. Ja, das stimmt. Ja, wo? Runter. Hier, runter. Geradeaus. Ich glaube, runter geht's weiter. Nee, da geht's weiter. Ach, okay, doch nicht. Dann laufen wir nochmal zurück. Fehlt sonst? Ey, ich hab einen neuen Umhang. Wieso hab ich einen neuen Umhang? Wie sehe ich denn aus? Das ist kein Umhang, oder? Gehörst du zu deinem Helm? Nö. Was ist denn das für ein Umhang? Das ist ein Stück Stoff mehr, nicht? Komm. So ein Fetzen. So ein Lumpen. Den habe ich hier eben aufgesammelt in der Kanalisation. Diese Zitterale sind kein typische Plagegeister, die sich in den Oasen rund um Caldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders gefährlich, wenn sie in großer Zahl angreifen. Man sagt, dass Roa Oberschicht Caldeums zur Delikatesse geworden sei. Ich versichere euch, an diesen Gerüchten ist nichts dran. Bei mir warte mal, ich hatte Level up. Mal wieder.
Oh, ich habe einen Ring mit einem Sockel. Brauchst du eine 60er Hose? Magisch? Nee. Nee. Da behalte ich lieber meine 36er. Nicht. So, komm, Fertigkeiten. So. Eine neue passive Fertigkeit. Yeah. Oh, eine kleine Aufnahmepause, Leute. So, Leute, Entschuldigung, meine Frau kam nach Hause, da muss ich natürlich sofort die Aufnahme unterbrechen und meiner Frau Hallo sagen. So, also, ihr habt ja gesehen, ich bin Level 20 geworden. Jetzt gucken wir uns mal die Sachen hier an. Was könnte ich denn als zweite Fertigkeit holen? Ich habe Auslese, Schaden gegen verlangsamte Gegner um 15% erhöht. Das ist natürlich nicht so schlecht. Nachtschatten. Bei kritischen Treffern besteht eine Chance, dass ihr eine Disziplin erhaltet. Naja, ich würde das zweite machen. Ja, der zweite? Nee, hier dieses Dings, oder das erste, was weiß ich. Dieses Auslese. Ja, genau, so mit 15%. Ja, ne? Muss ich auch sagen. Ich glaube, wir müssen auch noch was in der Karte freilegen, oder? Oh, ich habe Chakram. Ne, habe ich nie. Ich habe einen Elementarpfeil. Was ist das denn? Ihr verschießt einen brennenden Pfeil, der Gegner durchschlägt. Soll ich das machen oder Chakram? Was ist Chakram? Das sind diese rotierenden Scheiben, die da die ganze Zeit rumfliegen. Ja, probier einfach mal aus, obwohl die Scheiben sind eigentlich recht cool. Ja. Die halt eben mehrere Gegner fassen, ne? Na gut, das macht ja dieser Elementarfall aber auch, ne? Weil der. Ist der hier. Ja, der geht aber nur gerade durch die Chakram, die rotieren mehr. Ja, ich probiere ihn jetzt mal aus. Ja, wir können immer noch wechseln. Lass mal links laufen, ich glaube, da müssen wir was aufdecken oder guck mal nach. Auf die Karte? Ja, da hoch müssen wir noch und hier runter noch. Ah, du warst schon hier unten? Ist da nichts mehr? Da unten ist nichts, da unten ist nichts. Ah, doch, noch Gold für mich. Und irgendwelche Bindungen. 31er, ne, ich habe 30er legendäre Armschiene. Schmeiß ich die lieber weg. Okay. Ja, dann noch da links hoch. Dann haben wir auch alle Ecken dieser schummrigen, mauscheligen Kanalisation aufgedeckt haben. Mauschelig, gibt's das Wort? Ja, klar, gibt's mauschelig. Mauschelig? Nee. Oh, hier ist, Achtung, ein Buch, Olli, also kurz ruhig. Ja, ich sehe es, ich lese es auch mal. Vorbildlichen Diener. Haltet die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen. Aber in Maßen. Erinnert ihr euch, was mit dem Assistenten des Wesirs passiert ist? Sicher, es hat großen Spaß gemacht. Aber am Ende sind ihm nur noch unzusammenhängendes Gebrabbel und blutige Eiterfäden über die Lippen gekommen. Bah! Sehr ekelhaft. So. Das auch. Guck mal, du bist nicht ganz gesund, ne? Wer ist? Ja. Warum? Wir wissen von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lass sie in Ruhe! Drauf! Warum meinst du? Weil deine Gesundheit nicht ganz oben ist. Alter, der ist aber ganz gut, der Pfeil. Dann nimm den. Nicht jetzt. Habe ich Kaffeesatz gefunden? Ein Kaffeesatz? Nee, eine Hose. Kannst du den deinen Gegner ins Gesicht schmeißen oder was? Ja, krieg einen Koffeinschock. Oh, Alter, ey, Baba, Baba. Baba, ich habe 3 magische Gürtel gefunden, alle von Barbaren. Hier, ich habe ein gesockeltes magisches Schwert, 21,7. Ohne Sockel schon. Plus 31 Intelligenz. Ganz genau. Ja, hier? Das ist ein Langbogen. Da. Ja, den Langbogen habe ich schon weggeschmissen. Den kann ich bestimmt benutzen, wenn ich. Ja, ich weiß, dass ich das einfach erstmal behalten. Mach mal. Aber ich muss erstmal einen Stein finden. Schreib mal mit Alten. Lea. Weißt du das? Meine Tochter. Ja. Gut. Kennt mich? Nein. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Ah, ist das die Mutter oder was?
Ja. Ach so. Das ist die Mutter von der. Ja, dann. Schön, ne? Haben wir wieder eine Familie. Ach, herrlich. Herrlich. Immer diese Familienzusammenführungen. Wunderbar. Ja, oh, guck mal hier. Ich kann mir weit reden. Ey, jetzt hör wohl auf. Ey, jetzt komm. Ich geh jetzt in die Stadt runter und red mit irgendeinem Kind. Nein. Mit zum Kind. Das ist mir scheißegal, auch wenn er blöd kommt. Ich bin direkt fertig. Ja. Ungewöhnlich, wisst ihr. Voll mit seiner Laberei. Der wird auch mit der Putzfrau reden, wenn hier eine Putzfrau ist. Oh, ist hier eine, die Sand fegt. Ja. Komplett Sand am Kehren. Die sind ganz nach Sand am Kehren. Komplett einmal die Wüste gerne. Und was dann? Ich kann nichts. Oh, bei allen. Da ich bin schon fertig. Die sortieren doch die Sandkörner nach Größe. Oh, hier. Tyrael hat auch noch was zu sagen. Ich habe gehört, dass ihr vor 20 Mal. Und boah, das, ihr müsst verstehen, übertreibst du, weißt du? Übertreibst du. In Flammen aufgegangen sind. So, schon fertig. Soll ich mit Adria reden? Halt die Fresse. Oh, der Tyrael hat noch was zu sagen. Was ist mit euch geschehen, nachdem ihr den Weltenstein zerstört hattet? Die darauf folgende Explosion. Es hat 20 die anderen Engel. Wohl kaum. In diesem Moment. Hast du jetzt schon mit der geredet, ne? Hast du gut gemacht. Ich höre leider nichts. Was hat's denn gesagt? Ich hab dir zugehört. Die redet noch. Ach so. Die reden über Biljal. Die reden darüber, dass Biljal in. Wo sind wir hier? In Kadeum? Oder wie auch immer. Ja. Dass die irgendwo ist und. Zurückgelassen ja. Wie bitte? Ich kann's später zusammenfassen. Ich hab das nie gesehen. Aber jetzt sie ist in Sicherheit aufgewachsen, während ich mein Leben riskiert habe, um den Schlüssel zu unserer Erlösung zu finden. Jetzt nochmal mit der, oder was? Nee, mit der Dings. Ja, Lea. Wird Lea unter meiner Anleitung ihr ganzes Potenzial. Ja, dann red du jetzt mit der Lea. Habt ihr nichts zu tun? Na, Alte. Sagt ihr jetzt zum Schluss, habt ihr nichts zu tun? Könntet ihr kennen. Während der Finsternis in Tristan ins Gesicht, verbrachten wir viele Nächte im Gasthaus zur aufgehenden Sonne. Blöde Alte, ey. Erst wird sie befreit, dann wird sie frech. Nur von Weitem. Von Zeit zu Zeit kreuzten sich unsere Wege und ich konnte kurze Blicke auf Lea erhaschen und sehen, wie sie heranwuchs. Es brach mir das Herz, dass ich... So, gleich. Wie hat die kaiserliche Wache euch gefunden? Ich rede schon mit der anderen. Nee, mach nicht. Sie haben mich erwischt, als ich zurück... So, jetzt, ich rede jetzt mit Lea. Na ja, ich gehe hier hin, gucken, kurz besprochen. Schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben. Aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltunkul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Hm. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltunkul wieder leben. Was denn? Was passiert? Ich habe Lea wieder mit ihrer Mutter, der Hexe Adria, vereint. Sie hat uns vom schwarzen Seelenstein erzählt. Einem Artefakt, das die Herrscher der Hölle ein für allemal vernichten könnte. Ich muss ihn unbedingt finden. Na dann. Naja, macht mal. Dann machen wir das mal, hä? Und da geht schon wieder das nächste. Was trinkst du? Stilles Wasser? Oh, ich kann wieder mit allen reden. Weißt du, hier, es gibt doch dieses Bon Aqua mit Kronkorkenverschluss. Ja. Das bin ich gerade am Trinken, aber stille. So. Aber mach langsam, ne? Weißt ja, du trinkst nicht so gut, ne? Ja, Leute, der Part ist schon wieder rum. Was hat man davon, wenn der Olli immer mit allen reden will? Unglaublich sowas. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich suche übrigens einen neuen Let's Player. Halt den Mund jetzt. Tschüss. Tschüss.